Hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Unser Knuddelfisch ist irgendwie in die Basis reingekommen. Keine Ahnung, wie das gemacht hat. Warte, darfst du wieder folgen? Ich wollte dich eigentlich nochmal füttern. Obwohl ich es echt niedlicher finde, wenn er ihn so krault. Das macht er aber sehr selten anscheinend. Bisher immer nur einmal. Ist unsere Bioenergie schon wieder leer? Tatsache. Ich brauche mehr Biomaterial. Aber wo kriege ich das her? Von draußen. Ich kann... Oh ja, mein Leon spinnt. Ich hole gleich noch ein bisschen Grünzeug, bevor wir losfahren. Unseren Knuddelfisch nehmen wir natürlich mit. Der hat sich ja bisher ganz tapfer geschlagen. Und, Moment, hier ist gerade mal noch eine Melone. Um ja wirklich voll zu sein. Und hole vielleicht gerade so ein bisschen. Was Grünes. Und hier mal gucken, ich habe jetzt hier, das Grün weggenommen. Und habe nur die zwei Wiegen. Oder die heißen rote Wiegen. Wieso ist das mir da was als kaputt angezeigt? 74%? Achso, weil ich die schon mal abgebaut habe. Es gibt nicht so viel Licht, wie ich dachte. Aber muss es vielleicht doch gar nicht. Weil irgendwie war mir das gelbe Licht zu gelb. Na gut, holen wir mal ein bisschen von dem Grünen. Ich mag, wie das Messer so leuchtet im Dunkeln. Ich könnte dir ja noch das Kreislaufsystem bauen. Kreislaufluftsystem, Gedöns. Inventar voll. Weil wir gehen ja auf 900 Meter fast eigentlich runter. Ich weiß aber nicht, wie lange das jetzt dauert, das noch zu machen. Mal gucken. Füllen mal schnell die Energie. Das ist nur mein Schlafzimmer. Ich sollte mir das merken, dass das nur mein Schlafzimmer in der Ecke ist. Hey. Irgendwann mache ich das auch noch weiter mit den Schildern und so. Ha, es ruckelt hier in der Basis überhaupt nicht. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr meckern, aber es ist halt so. Gut. Elektronik. Nein, das war persönliches. Kabelsatz, Fasergewebe. Kabelsatz ist, glaube ich, nur Silber. Und Faser. Die Schlingpflanzen, die ich jetzt da reingepackt habe. Uäh, was war das denn jetzt? Der hat mich, glaube ich, geschubst. Das können wir eigentlich gerade noch machen. Silber? Ich habe Silber und das bisschen Grün, das können wir gerade noch schnell holen. Tangwälder, mehr überall. Eins, zwei, okay, das war's auch schon. Dann haben wir nicht mehr Luft, aber wir können... Wir verlieren sie nicht so schnell in höherer, in tieferer Tiefe. Ich glaube, ab 100 Meter nimmt das ja... Brauchen wir immer mehr Sauerstoff. Kabelsatz und Fasergedöns. Ergibt ein... Kreislauftauchgerät. Gut. Denn den Strahlenschutz werden wir ja wahrscheinlich nicht brauchen. Ich habe ja eigentlich alles repariert und so. Da können wir vielleicht auch... Wir haben, glaube ich, den Bauplan noch nicht, aber irgendwann auch noch diesen verstärkten Tauchanzug machen. Ich
Ich habe nur diese Schwimmflossen. Wir müssen echt auch mal... das sind so zwei Dinge, die wir vielleicht hinterher dann noch machen können. Basis noch ein bisschen verschönern und ausbauen und noch ein paar Sachen suchen. Noch ein paar Baupläne. Okay, Deko, Nahrung, sonstiges. Dann kommt der Helm da rein. Ich will ja eigentlich mein Inventar nicht so zumüllen, falls ich was brauche. Ich nehme gerade noch ein bisschen was zu trinken mit. Und das trinke ich schon mal. So. Ich will aber nicht zu wenig dabei haben. Schwierig, schwierig. Ist das voller Salz hier? Ne, da ist nur ein Salz dran. Gut. Nicht, dass es irgendwie kein Wasser mehr erzeugt. Lass mich gerade noch mal was gucken. Weil es wird vielleicht noch sehr gefährlich da unten, wo wir hinwollen. Deswegen habe ich halt gerade überlegt, ob wir so ein Abwehrsystem machen können. Aber ich weiß nicht, ob ich Polyanilin herkriege. Goldensalzsäure und Salzsäure aus Pilzen und Salzablagerung. Okay, ich sehe schon, wir gehen erst in der nächsten Folge wieder runter. Es tut mir leid. Nein, aber vielleicht schaffen wir zumindest den Anfang. Aber ich glaube, es wäre echt sinnvoll, noch so ein Abwehrsystem zu bauen. Pilze, Salz. Pilze und Salz, Pilze und Salz, Pilze und Salz. Ein Manta-Ei haben wir gerade ausgebrütet. Säurekapsel Manta-Ei. Gucken wir gleich mal. Ja, im Moment, da war doch eben gerade Salz. Ein Salz. Noch ein Salz. Gold, glaube ich, war das andere noch. Oder nicht? Was ist das eigentlich? Drei Pilze. Warum habe ich mir Gold gemerkt? Zwei, drei Pilze. Irgendwas noch. Ach, das sind Tiefenpilze. Oh, oh. Es kann sein, dass ich keine drei Tiefenpilze habe. Ich habe Tiefenpilze. Das sind... Da bin ich, glaube ich, nur zwei. Verdammt. nein. Das kann sein, dass wir das dann doch nicht hinkriegen jetzt. Nee, ich habe leider nur zwei Tiefenpilze. Dann müssen wir dann mal noch Tiefenpilze mitnehmen. Kann ich das jetzt leider noch nicht bauen. Schade. Dann kommt das Zeug halt da wieder rein. Und wir fahren so los. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder so übel angegriffen werden. Und dass ich jetzt das auch finde. Hatte ich eigentlich noch irgendwas im Frachtraum? Nö. Ich kann natürlich die Energiezelle mal in den Frachtraum tun, weil die brauche ich eigentlich nur für die Seematte. Das ist alles aufgeladen. Gut. So. Ist die Frage, wo war das Ganze? Ich wollte eigentlich so Richtung Nordinsel und bin, glaube ich, dann abgekommen zu Aurora und von da aus über diese blauen, dieses blaue Pilzbiom ja. Es müsste also eigentlich so zwischen Aurora und Nordinsel sein. Mal gucken, ob dieses von diesem Pfadfinder-Ding, ob da noch irgendwas übrig ist. Ich muss mich auch erstmal wieder verfahren und dann finde ich es wieder. Folgt mir eigentlich mein Knuddelfisch? Ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr aus der Basis raus. Oder ich habe vergessen, ihm nochmal zu sagen, dass er wieder folgen soll.
Na gut, dann machen wir es diesmal ohne ihn. Dann patscht auch nicht dauernd irgendwas gegen uns. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also jetzt kommt erstmal noch das Biom. Das meinte ich aber nicht mit Pilzen. Diese anderen, die leuchten, blaue Leuchtpilze brauche ich. Ich hätte ja irgendwie auch nochmal in meinem eigenen Video gucken können, aber ich hab's vergessen. Waren wir bei der 4 schon? Ich guck gerade mal schnell in die 4 rein. Kann man da überhaupt rein? Leider. Oh. Medikit. Dein PDA. Ja, ich glaube, sonst würde uns das eine neue Nachricht anzeigen. Das haben wir schon. Okay. Der Leviathan ist ja wahrscheinlich auch in der Nähe. Das heißt, es war ja, glaube ich, schon mehr so am Bug. Es war doch am. Bug der Aurora. Ungefähr. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wenn nicht, muss ich nochmal nachgucken. Ja, doch, ich glaube, hier die Ecke war richtig. Da sehe ich doch schon was. Und habe ich eben meinen Knuddelfisch gesehen? Ja, doch, da ist er wieder. Hey! Hallo? Keine Kollision bitte. Oh, doch, natürlich. Der Leviathan ist, glaube ich, da hinten. Ich meine, ich hätte gerade seinen Schwanz gesehen. Und wir haben hier noch Mesmer. Ist bestimmt auch nett, mal die Mesmer zu scannen, aber auch gefährlich. So, jetzt müssen wir... da kommt schon heiß raus. Wir müssen jetzt nur den Eingang wiederfinden. Ich bin hier ja so ein bisschen rumgeirrt und da bin den ganzen Ampalen. Den Ampalen oder Ampere-Aalen ausgewischen und den Knochenhaien und deswegen weiß ich nicht genau, welche Ecke wir müssen. Ich würde einfach das Gebiet hier mal so ein bisschen abfahren. Und hoffen, dass ich meinen... Oh, da oben ist noch so ein Aurora-Stück. Dass ich irgendwo finde, wo ich meinen Marker hinterlassen habe. Die 12. Es kann gut sein, dass wir die 12 entdeckt hatten. Und von da aus, glaube ich, in die Richtung gefahren. Ist das richtig? Ich gucke mal die 12 nochmal an. Ich glaube schon, dass wir das gemacht haben. Und was wollte ich noch mitnehmen? Ach, Tiefenpilze. Falls es Tiefenpilze gibt, Tiefenpilze mitnehmen. Ja, ich glaube, hier waren ja gut. Aber ich muss schon wieder reparieren. Reparaturwerkzeug. Wir kommen auf die 3. Sieht gut aus. Aber irgendwo ging es ja runter. Wahrscheinlich war es hier. Ich sehe hier nicht meinen Marker, aber vielleicht verschwindet er auch einfach ziemlich schnell wieder. Weil der mehr so für durch Höhlen sich orientieren ist. Ich habe mit dem gar keine Erfahrung gemacht bisher. Oder wir kamen aus einer anderen Ecke raus beim letzten Mal. Weil ich kann nicht sehen, dass hier irgendwo der Marker wäre. Egal. Aber es müsste der Weg sein hier.
Genau, das ist nämlich auch die rote Wiege wieder. Der Knochenheil. Und dann möchte ich das Leviathan-Skelett finden, an dem vorbei. Ich habe natürlich jetzt wieder keine Signalboje mitgenommen. Vielleicht schaffen wir es diesmal alles in einem Schwung zu erkunden. Das sieht schon schön aus, ne? Ja, da ist das Skelett. Hier gibt es noch keine tiefen Pilze. Die wachsen, glaube ich, woanders. Aber das macht nichts, die können wir irgendwann mal holen. Oh, jetzt erstmal ein bisschen wieder die Umgebung nachladen lassen. Besonders das, was ich hoffe, dass die Forschungsstation ist. Die muss auch im Hintergrund wahrscheinlich noch laden. Und ich glaube, es war unter meinem letzten Video. Falls es euch interessiert, hat jemand, war so nett, hat ein Video verlinkt, was diese Flüsse unter Wasser sind. Sehr salzhaltige Seen oder Flüsse, die es tatsächlich gibt im tiefen Meer. Dadurch, dass die salzhaltiger sind, sind sie schwerer. Fand ich sehr... Oh, hast du dir gerade wehgetan? Fand ich sehr spannend. Es ist immer krass, was es eigentlich wirklich tatsächlich tief im Meer drin gibt. Manchmal möchte man es gar nicht wissen, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder cool. Dass da alles lebt und wie es lebt und dass es überhaupt leben kann. Das ist manchmal schon sehr erstaunlich. Also wer denkt, das ist Fiktion hier, ist es tatsächlich nicht. Zumindest ein paar Sachen sind sehr nah an der Realität hier. Geister-Leviathan hoffentlich nicht, aber alles andere. Mir fehlt gerade irgendwie so ein bisschen Musik. Ich höre sie zumindest nicht. Kann mal gucken. Soundmusik ist aber eigentlich an. Okay, ja, ja, da vorne ist er wieder. Dem möchte ich gerne aus dem Weg gehen. Haben wir noch eine Einstellung für nur Gesamtlautstärke, ne? Stimmen, Umgebung. Umgebung habe ich ja sowieso schon sehr laut, weil ich das liebe, diese Umgebungssounds auch. Ich mache euch gerade mal das ein bisschen auch lauter. Ich habe aber auch momentan ein Problem mit meinem Headset, dass es sehr leise ist. Ihr hört vielleicht schon alles sehr gut, ich aber nicht so. Oh oh, der macht einen Krach, der macht einen Krach. Der mag mich gar nicht, der Typ. Ich bin doch ganz harmlos, ich schwimme hier nur durch. Ist das stinknormale Kalkablagerung? Jupp, tatsächlich. Oh Gott, wie der macht, ey. Das ist so fies. Weg hier, weg hier. Der hat nämlich ziemlich Schaden gemacht. Den möchte ich nicht haben an meiner Motte. Wo war denn? Das war doch gar nicht so weit entfernt. Die solchen Stationen. Ich habe es nicht so weit in Erinnerung irgendwie. Ich hoffe, ich habe keine falsche Abzweigung genommen. Naja, wir finden schon. Wenn ich mich drehen will, weil hinter mir das Gebiet schon wieder, glaube ich, nicht geladen hat, ruckelt das. Wir bleiben auf Kurs. Und da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, dem Knuddler geht's gut. So. Ach ja, da sehe ich meinen Marker. Da ist er tatsächlich noch. Aber der ist auch recht winzig. Den übersiehst du ja bei allem anderen, was hier rumleuchtet, ja, total. Aber gut, die sind auf jeden Fall noch da, die Marker. Nur, dass man sie halt überhaupt nicht erkennt. Egal. Dann parken wir die Motte mal gerade eben hier. Und
Moment, ich gehe erstmal nochmal rein und werde was essen und trinken. Und dann, ich habe hier eine Tafel dabei. Einmal hier das Kraftfeld deaktivieren. Datenkonsole. Probenforschungsdaten. Das klingt gut. Das klingt nach dem, was wir suchen sollten. Die lesen wir natürlich in der Mutter. Datendownloads, fremde Daten, Datenkonsole, Probenforschungsdaten. Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die zuvor in dieser fremden Einrichtung aufbewahrt wurden. Einige Einträge konnten übersetzt werden. Und der Knuddler patscht jetzt die ganze Zeit an die Motte. Spaß. Kleiner Pflanzenfresser, Kappa. Okay. Leute auf Twitch wissen Bescheid. Dieser Eintrag scheint sich auf den gewöhnlichen Kluftschutz zu beziehen. Keine Immunität gegen die Infektion. Tod tritt in der Regel innerhalb von 4 Tagen ein. Also wenn ein Kluftschutz infiziert wurde, stirbt er in 4 Tagen. Zeigt eine Rückbildung der Symptome beim Kontakt mit Enzym 42. Symptome kehren jedoch schnell zurück. Zeigt fortgeschrittenes Lernverhalten und etwas Fassungsvermögen, um Enzyme auf andere Exemplare übertragen zu können. Okay, der nimmt, also das Enzym 42 verbessert erstmal das, aber die Symptome kommen wieder und er kann es an andere Exemplare übertragen. Leviathan-Embryos. Ausgewachsene Exemplare für Studien in Behältern zu groß. Eier aus Nestern entnommen. Es gibt Leviathan-Neste. Embryos zeigen keine Zeichen von Immunität. Tod tritt in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Kleine Proben von Eiern für weitere priorisierte Erforschung der Brutvorgänge der Leviathane aufbewahrt. Okay. Aber der große Leviathan wäre, glaube ich, immun, weil die Dings, die eine, die hat ja von der Degase, die hat ja tatsächlich einen großen Leviathan angeschleppt, noch lebend. Und die haben doch an dem dann wahrscheinlich auch Forschung betrieben. Und ich meine, die hatten herausgefunden, dass der immun ist. Oder sie wollten herausfinden, warum er immun ist. Warum? Große Fleischfresser Theta. Außenlabor zur Erforschung der Überreste eingerichtet. Zeigt gewisses Potenzial zur Immunität gegenüber der Infektion, aber physikalische Überreste erweisen sich bisher als unzureichend für eine vollständige Rekonstruktion. Unidentifizierter Leviathan. Diese Leviathanart wurde mit der Bezeichnung Seeimperator versehen. Okay. Knochenproben von Imperator-Exemplaren zeigen gewisses Potenzial zur Kara-Immunität. Einzelnes Exemplar für Studien in zu diesem Zweck gebauter Sicherungseinrichtung untergebracht. Lass mich raten. Es ist entkommen. Errichtet in der Vulkanregion in 1,4 Kilometer Tiefe. Beurteilung. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich das Imperator-Exemplar noch in der beschriebenen Einrichtung befindet, ist es vielleicht möglich, dort weitere Daten über die... ich hasse das, dass sie hier immer belagert. Verlassen E. Dort weitere Daten über die Suche der Fremden nach einem Heilmittel zu finden. Ich hoffe, dass dieser Imperator, der Seeimperator Leviathan, ist da nicht mehr und ist ganz weit weg. Ganz, ganz weit weg. Okay. Das heißt aber, wir sind momentan so auf 700, fast 800 Meter. Wir müssen noch tiefer. Der Behälter muss irgendwo tiefer hier sein. Ich kann einmal hier durch, genau. Und ich glaube, da hinten geht es dann auch noch weiter. Ich drehe gerade mal so rum. So, aber da können wir jetzt gerade mal so hin. War das sehr dunkel? Ein Ei. Hä? Okay, ich muss ein bisschen neben dran halten, um es zu scannen. Seedrachenei. Ach cool, okay. Ich brauche gerade mal die Taschenlampe.
Ich wollte es eigentlich auf die 3 legen, ich habe mich vertippt. Das ist ein Seedrachenei. Und hier Gerippe. Einheimische Lebensformen. Rochenpräparate. Fortgeschrittene Theorien, Rochenarten auf 4546b. Ach, den kennt ihr noch nicht. Der ist bestimmt im Lava-Gebiet. Okay. Ich sehen wir denn noch? Ich bin mal gespannt, ob wir... Das Ei ist schon ziemlich groß. Ob wir das auch sehen werden. Oh, da unten ist noch mehr. Das sind noch mehr Daten. Ah. Ich weiß zwar immer noch nicht, wozu wir die brauchen, aber ich nehme sie halt mal mit. Da hinten, das ist das Licht von der Motte? Ich glaube schon. Noch eine Datenkonsole. Schadensbericht. Nee. Das sieht ja auch nach einem netten Gesellen aus. Okay. Den Schadensbericht lesen wir beim nächsten Mal. Und auch alles andere, was wir jetzt eingesammelt haben. Ich verabschiede mich mit diesem schönen Bild und werde aber, glaube ich, zurück zur Motte schwimmen, um Luft zu holen. Und dort lesen wir dann beim nächsten Mal die gesammelten Daten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.